unsere beliebte, aber auch schon gefürchtete Rubrik Movie Killer, wo wir mit einem einzigen Gedanken oder einer einzigen Frage entweder einen kompletten Film oder sogar ein gesamtes Franchise auslöschen. Ja, dieses Mal fällt mir auch wieder sehr, sehr schwer, geht es um Terminator. Gut, da könnte man jetzt sagen, da gibt es viele Fragen, die das irgendwie ein bisschen in Frage stellen, dieses Franchise. Warum schicken die nicht mehr Terminatoren, immer nur einen und so weiter? Und warum, wenn sie das erste Mal scheitern, um Sarah Connor umzubringen, probieren sie es nicht einfach gleich noch einmal? Das ist ja Zeitreise oder das wäre wurscht. Alles schön und gut. Aber es gibt eine sehr, sehr grundlegende Frage, die im ersten Film auch sogar gestellt wird und dann beantwortet wird. Aber falsch. Und zwar, die Frage lautet, warum denn Kyle Reese nicht irgendwelche Waffen mit hätte? Oder warum nicht eine Bombe schicken? Dann sagt er, naja, man kann halt keine Technologie durchschicken, sondern nur organisches Material. Der Terminator? Organisches Material und drunter eine Maschine. Wenn ich Sarah Connor also wirklich umbringen wollen würde und weiß, in welcher Stadt sie sich befindet, oder zumindest wo sie wohnt und wo sie arbeitet, dann wird es reichen, einfach eine Bombe, eine große Bombe, in Fleischmaterial einzupacken und dann könnte man sie zurückschicken. Das ganze Franchise ausgelöscht mit einer Bombe oder eben einer Fragestellung. Ja, es tut mir leid, es gibt viele Logikfehler in diesem Film, aber das ist wahrscheinlich der allergrößte. Und falls jetzt jemand schreiben will, oh nein, Großvater Paradoxon, wenn sie die Stadt auslöschen würden, in der sie erfunden werden, nämlich Skynet, dann würde es ja nie geben. Ja, das ist egal, denn es stirbt auch der Erfinder von Skynet in Teil 2 und dann später findet es irgendjemand anderes. Also diese Kausalitätssache ist bei Terminator so und so egal. Tut mir leid, liebe Leute, aber diese Filme ergeben eigentlich überhaupt keinen Sinn. Trotzdem sind sie ziemlich cool. Habt ihr eine andere Frage zu Terminator, wo ihr sagt, das ist so unlogisch, das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr? Oder habt ihr auch einen Vorschlag, welchen Film ich als nächstes killen soll? Dann einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten nicht vergessen, unbedingt abonnieren, dann seht ihr all unsere neuen Videos immer in eurem Feed.